Ja, wieder so ein Fall. Wenn das x blöd steht, also wenn es in diesem Fall im Exponenten steht, das Ding nennt sich Basis, das ist Exponent. Exponieren heißt herausstellen. Dann gibt es das Allheilmittel, den Logarithmus auf beiden Seiten zu ziehen. Ich zeige erstmal das und dann zeige ich gegebenenfalls, kann man nämlich einfachere Varianten anwenden, die einfacheren Varianten. Also Beispiel, 4 hoch x ist 27 und man sagt, naja, was nu? Okay, dann logarithmiere ich. Ob ich LG auf beiden Seiten hinschreibe oder den Logarithmus Naturalis LN ist vollkommen egal. Ich muss bloß immer bei einem Typ bleiben. So. Also die Hintergründe. Ich gehe da in den Links drauf ein. Einfach hier mal gucken, da sind ausführlichere Erklärungen. Lasse ich jetzt mal weg. Ich schreibe also LG dazu auf beiden Seiten und jetzt weiß ich, der Exponent wandert automatisch nach vorne. Ich habe es nochmal umgeschrieben. Heißt also x mal LG4 ist LG27 mal. Das x soll alleine stehen, mal LG4 stört, also durch LG4 kommt das raus. Weiter ging es mit dem Taschenrechner. Oder ich schreibe 4 hoch x ist 27 gleich um. Andere Schreibweise ist ja die Logarithmus-Schreibweise. Jetzt muss ich, das war der Logarithmus zur Basis 10, hier muss ich den allgemeinen Logarithmus hinschreiben. Log zur Basis, also Logarithmus zur Basis 4 von 27 ist gleich x. Dann habe ich diese Gleichung nur umgeschrieben. Und jetzt kommt was ganz Schickes. Man kann sich einfach merken, die Faustformel ist oben geteilt durch unten. So, gucken wir mal an, was dahinter steckt. Hier oben, weiter oben, als hier unten die Basis hingeschrieben, steht die 27. Weiter unten ist die 4. Also wer sich diese Faustformel merkt, der kann aus dieser Schreibweise sofort dieses Ding ableiten. Nochmal eine andere Schreibweise. Ich kann das auch alles mit ln machen. Ln und da kommt das gleiche raus. Aber das ist nur, sagen wir mal, nur die eine Sache. Jetzt gucken wir uns mal die andere Sache an. Was ist denn, warum soll ich mit Kanonen nach Spatzen schießen? Das wäre Schmuck am Nachthemd. Wir gucken uns mal an, wie man auch vorgehen kann. Und zwar, was hier? Guckt mal hier. Hier steht 8 hoch x ist 16. Was tun? Wichtig ist, die gleiche Basis finden. 2 mal 3, 2 hoch 3 hoch x ist 2 hoch 4. 16, 2 mal 2 mal 2 mal 2 und hier 2 mal 2 mal 2 ist 8 und hier ist es 16. Ich habe diese Zeile nochmal extra hingeschrieben hier. Muss eigentlich nicht sein. Wer das gleich weiß, der sagt 2 hoch 3 hoch x, denn in diesem Fall werden die Exponenten multipliziert. So, und jetzt steht hier 2 hoch 3x ist gleich 2 hoch 4. Wenn die Basen gleich sind, nur dann kann ich sagen, okay, dann kann ich mich nur noch um die Exponenten kümmern und schreibe 3x ist gleich 4, löse das auf, x ist 4 Drittel. Oder jetzt die umgeschriebene Schreibweise, ich sage, okay, aus 8 hoch x ist 16, mache ich Logarithmus, Entschuldigung, logarithmiere ich einfach auf beiden Seiten und mache das dann wie eben oben gezeigt. Wer es nicht weiß, nochmal zurückspulen und komme auch auf 4 Drittel. Oder die andere Variante, ich schreibe das Ding um. In Logarithmus-Schreibweise, dann ist Logarithmus zur Basis 8 von 16 ist x. Oben, ne, oben durch unten, weiter unten ist x. Dass das stimmt, kann man dann auch sehen. Ich habe es mal ausgerechnet. 1,3 tralala ist nun mal das, was hier bei 4 Drittel rauskommt. Jo, dann noch ein Ding. Was ist aber, wenn hier so blöde, ich könnte hier auch logarithmieren und so weiter und so fort. Was ist aber, wenn so blöde Exponenten dastehen, wenn also irgendwelche krummen Sachen noch dazustehen? Naja, wieder die Basis finden. 3 hoch x minus 3. Wenn ich hier auch eine Basis von 3 finde, dann habe ich schon gewonnen. Dann sage ich, okay, 3 hoch das ist gleich 3 hoch dem. Mit anderen Worten, ich kann die Exponenten nur noch vergleichen. Vergleichen heißt in eine Gleichung schreiben. Und dann ist x7 kann man auch ausrechnen mit dem Taschenrechner. Rechnet es nach, vielleicht habe ich es ja falsch gemacht. Ja, ich denke mal, das geht. Das Übungsvideo, da verweise ich mache das, aber nur ganz kurz und da verweise ich auf Übungen, die wir schon gemacht haben. So, ich freue mich, wenn ihr euch freut, weil ihr sagt, jawohl, ich habe es verstanden und vielleicht hinterlasst ihr mal irgendwie einen Kommentar, ob das so besser geht, als sich die langweiligen, manchmal halb Stunden dauernden Unterrichtsvideos anzugucken. Bis denn.